Hallo zusammen und damit heiße ich euch mal wieder recht herzlich willkommen zu einer weiteren neuen Folge von uns. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, starten wir ab dieser Woche mit unserer nun mittlerweile schon 7. Staffel. Es wird also zukünftig wieder sehr viel Neues und vor allem Aktuelles zu berichten geben. Deswegen kommt nun mit auf diese interessante Tour und den Rest erfahrt ihr wie immer gleich von mir in den nächsten Minuten. Sollten dich verlassene Orte hier in Ostdeutschland interessieren, dann lohnt es sich, einmal einen Blick auf unseren Kanal zu werfen. Dort gibt es nicht nur jede Menge verlassener Orte zu erkunden, sondern auch jede Woche Mittwoch eine neue Folge zum besagten Thema. Abonnieren lohnt sich also mit Sicherheit und nun wünsche ich euch und dir viel Spaß mit dieser Folge. Wir sind UrbexLE direkt aus Leipzig und heute zeigen wir euch das einstige Erlebnisbad Basso. Spaßbäder werden warum auch immer von euch sehr gerne gesehen. In unserer Folge 61 zeigten wir euch bereits das einstige Spaßbad Blub, welches ich euch jetzt hier oben rechts verlinken werde, insofern ihr die Folge noch nicht gesehen habt. Spaßbäder nehmen gerade bei den sogenannten Lost Places eine besondere Rolle ein. Sie sind genau wie alte Krankenhäuser und Heilanstalten die Gebäude, die sehr, sehr oft frequentiert werden. Entsprechend ist auch der Zustand fast ausnahmslos eine Katastrophe, denn so wie auch beim Spaßbad Blub ist auch hier fast alles zerstört, kurz und klein geschlagen und selbstverständlich mit Graffiti beschmiert. Dabei liegt das hier gezeigte Gelände etwas außerhalb und ist ohne Auto nicht für jeden so leicht zu erreichen. Doch das allein ist vermutlich auch kein Grund, trotzdem mal herzukommen und Schaden anzurichten. Werfen wir aber zunächst erst einmal einen Blick zurück in die Vergangenheit und schauen mal, wie alles entstand, was sich über die Jahre hier getan hat und wie es dort natürlich heute aussieht. Zu DDR-Zeiten suchte man Erlebnis- und Spaßbäder wie dieses hier vergeblich. Es gab lediglich die typischen Schwimmhallen, die fast überall baugleich waren, und verschiedene ohnehin öffentliche Gewässer wie Seen und Flüsse. Doch das sollte sich nach der Wiedervereinigung Deutschlands und dem Ende der DDR vielerorts ändern. In Sachsen entstanden in den frühen 90er Jahren etliche solcher Bäder, um genauer zu sein gleich mal 20 Stück. Diese wurden mit horrenden Fördermitteln durch Bund und Länder finanziell unterstützt. Heute geht man von etwa 100 Millionen Euro an Fördermitteln aus. Für 36 Millionen Mark entstand 1993 mithilfe der Beermann Consult Planungsgesellschaft als Architekt das hier gezeigte Erlebnis- und Spaßbad Basso, welches neben dem Bad an sich auch über ein Moorbad bzw. ein staatlich anerkanntes Eisenmoor- und Mineralheilbad verfügte. Wobei wir vor Ort wenig davon sahen. Bis heute gibt es allerdings eine solche Heilbadeinrichtung, diese befindet sich aber in der Stadt weiter unten. Ob das Schild vielleicht aber auf diese Einrichtung hinweist, ist nicht so ganz auszuschließen. Den Besuchern wurde viel Neues Westliches geboten. So verfügte das Spaßbad als solches über eine 90 Meter lange Wasserrutsche, eine Strudelanlage sowie Wellenbad, einen Wildwasserkanal, Sprudelduschen, verschiedene Whirlpools und natürlich einen beheizten Außenbeckenbereich. Selbstverständlich gab es auch einen Nichtschwimmerbereich für hauptsächlich Kinder mit Rutschen, Fontänen, Sprudelbecken, Schiffchen und einem Wasserspielplatz.
Es gab ein Spa und eine finnische Sauna mit Blockhaus. Man sprach auch von einer Erlebnisoase, was man durchaus auch unterschreiben kann bei dem, was hier so geboten wurde. War das Basso bei weitem nicht so groß wie das Blub in Berlin, aber es stand ihm auf dem Papier in nichts nach, mit der einzigen Ausnahme, dass es ohne Auto für manche schwerer zu erreichen war. Die Anlage war übrigens keinesfalls allein unterwegs, so verstand man es, das Basso mehr oder weniger in den angrenzenden Ferienpark zu integrieren. Dort konnte man unter anderem Golf spielen gehen oder Quad fahren. Via Map sieht es außerdem so aus, als ob man hier auch Bungalows mieten konnte, aber das ist nur eine Vermutung. Sicher ist aber, dass es einen Campingplatz und ein im Schwimmbad befindliches Restaurant gab, was ebenfalls Basso hieß. Die Besucherzahlen waren anfänglich sehr hoch, von überall kamen Gäste. 10 Jahre nach der Eröffnung zählte man bereits den 2,5 Millionensten Besucher, der durch Landeswirtschaftsminister Horst Rehberger feierlich begrüßt wurde. Doch schon damals merkte man den starken Besucherrückgang, der seit Januar 2000 immer mehr zunahm. Denn nur 17 Kilometer entfernt machte in Bad Düben ein weiteres Bad mit Spa und Moorbad als Ressort seine Türen für Besucher auf. Allerdings war es deutlich moderner, was für die hier gezeigte Anlage langfristig das Ende bedeutete. Schon Ende 2003 kam das Ende nach nur 10 Jahren Betrieb für das Erlebnisbad Basso, obwohl man mit einer besseren Absprache zwischen Sachsen und Sachsen-Anhalt hier beide Bäder hätte halten können. Bei Dönerläden mag das vielleicht funktionieren, aber bei solch großen Anlagen war es nur eine Frage der Zeit, bis ein Bad dicht machen muss.
Nach der Insolvenz kaufte ein Unternehmer aus Thüringen die Anlage. In den darauffolgenden Jahren ging der Ärger allerdings weiter. Erst gab es immer wieder Probleme mit dem Bezahlen der Stromrechnung, weswegen die NWRM dem Spaßbad ganz schnell den Spaß abdrehte und die Wohlfühloase keinen Strom mehr hatte. Die damaligen Gäste kamen notgedrungen ins konkurrierende Resort nach Bad Düben. Einen Monat später einigte man sich auf einen Vergleich, der mit 50.000 Euro zu Buche schlug. Im Anschluss versuchte man, das Bad mit dem ehemaligen Pionierlager zu verbinden. Allerdings erforderte die Idee eine grundlegende Sanierung, für die aber weder Investoren noch Gelder bereitstanden. Die Besucherzahlen gingen indes weiter während dieser Zeit zurück, sodass es 2006 erneut zu Schwierigkeiten beim Bezahlen der Stromrechnung gab. Wieder kein Strom für das Basso, worauf man kurzerhand aus Kostengründen vorübergehend den Betrieb einstellte und eine Art Ruhezustand verhängte, zumindest über die Wintermonate. Für ein Geschäftsjahr kostete der Strom übrigens etwa 200.000 Euro, Geld, was zu dieser Zeit nicht mal ansatzweise mehr vorhanden war. Auch von der Stadt gab es zuletzt keine Zuschüsse mehr, weswegen im März 2008 das Erlebnisbad Basso letztmalig seine Türen öffnete. Ende 2008 folgte dann die Insolvenz und Zahlungsunfähigkeit. Ein Teil der Anlage muss aber wohl noch einige Monate weiter genutzt worden sein. Vermutlich wie auch beim Blub der Sauna- und Spa-Bereich, aber das ist wie gesagt nur eine Vermutung. Hätte man das Areal an die Aqua mehr verkaufen können, doch die geforderten Gelder waren einfach zu hoch, weswegen dieses Unterfangen letztendlich scheiterte. 2009 wurde das Erlebnisbad Basso nun komplett geschlossen und verfällt seitdem immer mehr. Erst kamen Einbrüche, dann Diebstähle, Kupferdiebe und Randalierer bis hin zu Graffiti-Sprayern und Brandstiftern. Mittlerweile ist die einstige Erlebnisoase unter den gruseligsten Orten des Bundeslandes gelistet. Nur noch beim zweiten Mal hinschauen kann man Details aus besseren Tagen finden. Die Hoffnung auf eine Wiedereröffnung im ursprünglichen Sinne ist verschwindend gering. Dafür ist aber die Wahrscheinlichkeit auf einen Abriss recht hoch, obwohl die Anlage keine unmittelbare Gefahr darstellt, was wohl der einzige Grund ist, warum heute alles noch steht. Wir hatten etwas mehr erhofft, aber es war wirklich schlimm, wie stark zerstört hier alles vorgefunden wurde. In den Keller konnte man gar nicht mehr gehen, dort stand das Wasser teilweise knietief hoch, aber wahrscheinlich war dort auch alles nur noch zerstört und vermüllt. Abschließend lässt sich auch wie beim Blub sagen, wir wollten euch einmal diese Anlage zeigen, es war aber eigentlich die Reise nicht wert, denn wir konnten hier nicht viel aus der Vergangenheit finden. Ich werde euch jetzt hier oben mal noch einen Link einblenden zu einem Video, wo das MDR damals live 1994
eine Sendung von dort streamte, könnte man sagen, oder würde man heute sagen. Da könnt ihr ja mal reinschauen, da gibt es immer wieder interessante Sequenzen, wo man sieht, wie es dort halt früher so ausgesehen hat. Damit verabschiede ich mich jetzt wie immer noch mit einigen vielen Bildern, die wir hier schießen konnten. Ich freue mich auf die vielen, vielen weiteren Videos, die kommen werden. Bleibt und seid auf jeden Fall da gespannt. Abonniert unseren Kanal und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt uns auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Wir hören und sehen uns dann gerne nächste Woche, wenn ihr möchtet. Bis dahin, bleibt mir gesund und munter, macht's gut, bis bald und ciao. Thank you.